Ja, das ist hier gleich der Anschluss. Ah ja, oben werden die Effekte geladen. Ja, nun mach hin. Okay. Scheinen sie gerade alle abgeschaltet zu sein oder wird das schon wieder dunkel? Also, drittens ist die Farbe. Ja, zweitens ist Clarity. Und erstens ist Sharpness. Okay, die lassen wir mal so alle drei drin. So. Was haben wir denn hier Schönes? Rothirsch, Dalang. Ja. Könnte man probieren. Ich habe ja eben was gehört noch. Ne? Da sind ja irgendwelche an mir vorbeigetrappelt. Größere Pfützen. Pfützen auf der Straße. Die Grafik ist ja so geil. Erst da lang und gleichzeitig da lang. Faszinierend. Vielleicht soll ich lieber da lang laufen, weil die habe ich ja eben noch gesehen. Denke ich jedenfalls. Irgendjemanden von den vielen Spuren, meine Güte, das ist ja mal eine Herde hier. Alles gut, Hirsch, oder? Ah, da ist die Kacke am Dampfen. Wiesent, sehr alt. Tja, leider kein Wiesent. Bin sehr gespannt. Irgendwann läuft der mir auch nochmal über den Weg. Rothirsch. Gehend. Ah, ein entspannter Rothirsch, das ist gut. Hören tue ich jetzt allerdings nichts mehr. Bisschen Wasser ist ja nicht so schlimm, aber die Klamotten so in der Pampa wieder trocken zu kriegen, ist so eine Sache. Ja, sieht alles nicht so wirklich türkis aus, oder? Vielleicht sollte ich die mal ein dezentes Orange umändern. Man kann die Farbe einstellen. Ah, da hinten. Wisst ihr was? Warum mache ich das nicht eigentlich mal? Regnet ja sowieso. Orange finde ich ganz gut. Nehmen wir das mal. So. Ja, geht auch. Schon ist er weg, die Spur. Da.
Das ist wieder nur so eine Spur, die sich verliert. Was haben wir denn hier wenigstens? Auch ein Rothirsch. Nehmen wir alles, wa? Gott, was gibt's hier für viele Viecher? Vielleicht wechseln die sich mit dem Spurenlegen ja ab. Ah, da ist wieder was. Oder sie sind einfach generell etwas schwieriger. Nunu, gehen wir doch wohl da lang. Boah, ist echt alles voll hier. Versuchen wir es doch mal wieder mit fiesen Tricks. Wohl ein T-Rex dem Geräusch nach. Oh, der klingt aber nicht gut. Boah, ist der schnell. Den wohl eher ein Kratzer sein, ne? So ganz einfach macht's der einmal anscheinend nicht.
Die Viecher werden nicht nur immer größer, die hinterlassen auch immer weniger Spuren, damit man länger suchen muss. Sicher? Naja, weil das Programm nicht belügen. Ja, würde es. Wie war das noch? Oh Schreck, er kommt direkt auf uns zu. Sollte mir ein wenig Gedanken darüber machen, was so ein Wisent eigentlich mit mir anstellen kann, wenn es beschließt, nicht zu türmen. Sehr gering. Eventuell ist Orange doch nicht die idealste aller Farben. Nee, ich habe halt keinen Bock. Ich suche was Größeres. Wo ist die große Kuh hin? In welche Richtung? Wo das dorige Tier hingerannt? Da ist er! Was? Das ist ein Kamerad. Da kann ich einen Medizinmann glücklich mitmachen. Eieieiei, quer durchs Gesäß. Steckschuss, na, das ist ja noch nicht anders zu erwarten. 682 Kilo, oh! Das reicht bis nächsten Dienstag. Ich habe ihn immerhin 3,5 Meter verfolgt, wow. Hörner, ich habe Hörner. Effizienz 0, Ethik 100%. Ja, sehr ethisch, gut. Verwertung in der Folge, nein, in Folge, 100, 100, 500. Aber finanziell gesehen lohnt sich der rote Schmerz und Dammhirsch auch. Waffe, eine 243er Ranger mit Polymer-Spitzgeschoss auf 60 Meter. Ein Treffer und es hat gereicht. Puh, ich dachte, den suche ich jetzt bis St. Nimmerlein, den Vogel. Ich atme jetzt erstmal durch. Holla die Waldfee, ein Wisent. Ja, genau, mit meiner Spatzenflagge. Gut, dann, ja, ne, traditionell mache ich vielleicht noch hier immer ein Foto. Ich hätte von dem Viech ein Foto machen sollen. Mache ich von der Gegend ein Foto. So. Und jetzt mache ich Video hier zu Ende.